Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Thea 2 The Shattering. Jetzt hatte ich schon ein E im Intro. Das ist nie ein gutes Zeichen. Ich kann euch auch gleich sagen, was es liegt. Ich nehme das spät nächtens auf, nach meiner Arbeit. Dann hatte ich schon Feierabendbier. Das kommt hin und wieder selten. Nicht, dass irgendwer was anderes behauptet. Selten kommt es vor, dass ich, wenn ich sehr viele Let's Plays gleichzeitig am Laufen habe, hin und wieder dann aufnehmen, wenn man vielleicht nicht aufnehmen sollte, weil man schon ein oder zwei oder drei oder wie viel auch immer, darum geht's nicht. Feierabendbier-Intos hatte. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich muss mich jetzt erst wieder dran gewöhnen, dass das Let's Play ist und nicht das Stream. Weil der Stream ist viel besser gelaufen als das Let's Play. Ich hatte so einen geilen Magier. Geht's ins Stream schon? Viel besser. Viel besser. Jetzt werde ich mich dran gewöhnen, dass ich hier nicht mehr Imba McPornface dabei habe. In meiner Gruppe. Außerdem, ja, das habe ich jetzt nur im Stream gesagt. Ich bin draufgekommen, während ich hier Profil erstellt habe für den Stream, dass man bei jedem neuen Profil, das man erstellt, zwei neue Rando-Götter bekommt. Seht ihr, da haben wir andere, als wir bei unserem Lader-Let's Play, das wir jetzt machen, hatten. Deswegen war ich so verwirrt, weil ich das nicht wusste. Und ihr habt es vielleicht gar nicht gemerkt, weil ich das in meiner Content komplett überspielt habe. Aber ich bin ein bisschen verwirrt, dass wir keinen Craftsman mitnehmen konnten bei Lada, weil ich dachte, bei dem anderen außer Hordes kriege ich den Craftsman. Das habe ich auch bekommen in meinem Testprofil, aber das war nicht Lada, das war Stribok. Ein anderer Gott, das ist, keine Ahnung, irgendwer von den anderen halt. Who cares? Nicht Lada. Yo, genau, das wollte ich noch sagen. Und dann müssen wir jetzt noch kurz rausfinden, was die richtige Version ist. Weil es ändert sich halt die ganze Zeit. Hier können wir die Version aussuchen. Ihr seht, wie die Updates sind. Und die Saves sind nie kompatibel. Und ich meine, es geht hier nicht ewig weiter. Also, glaube ich zumindest. Das heißt, wir werden dann irgendwann einfach das Letzte, wir werden irgendwann neu anfangen müssen, um es halb so schlimm. Wo war das jetzt? 10.12.? Sounds right. Oh, shit. Okay. Ich suche jetzt mal die richtige Version und dann sehen wir uns im Spiel wieder. So. Da wären wir. Erstens mal wieder die Ressourcen noch machen. Wo hocke ich hier rum? Ey, ich check mir gerade Dryadwood. Okay, what am I doing? Ist die erste Frage. Crafting. Ich crafte nicht. Okay, yo. Bin ich am Sammeln? Ich bin am Sammeln. Wieso sammle ich? Habe ich Bock? Was will ich machen? What's my plan? Equipment. Okay, du hast... Okay, jetzt gar nicht so. Das ist der Wood Medium Armor. Das ist ein Bait Sword. Okay. Bist mit Ger... Okay, ja. Okay, ich will dich zum Jäger machen. So viel ist mal klar. It's nice. Hanna, wie bist du eigentlich so unterwegs? Was ist Intelligence? Du könntest fast sogar... Ich meine, du hast nicht so viel Intelligence, let's be honest. Ohne dich jetzt beleidigen zu wollen, liebe Hanna. Aber du könntest schon entweder... Ich meine, damit bist du gar nicht so schlecht unterwegs. Aber so eine Scroll oder sowas würde mich eigentlich auch nicht stören bei dir. Du hast Wisdom und Intelligence. Wieso hast du das hier? Hey. Yo. Get a scroll, my friend. Drei Stärke und ich gebe ihm ein Iron Hatchet. What's wrong with me? Yeah, Summon Unliving mit Intelligence. Ich meine, die werden nicht super werden mit 6,3, aber die werden ganz okay sein. Lullaby ist ein guter Spell. I dig it. Typ kann was. I'm all for it. Und er kann beide Spells kann in allen drei Ebenen machen, wie man da unten sieht, an den Karten. Okay. Okay. Was will ich mit dem... Will ich irgendwas Bestimmtes machen mit dem Dryadwood, oder? Ich habe mir ein bisschen angeschaut, aber da habe ich noch nicht drüber geredet. What's my goal here? Ich habe noch nichts freigeschalten. Okay, interesting choice, lieber Gummibaum. Gar nichts, oder wie? Von den Dingern. Ich will mir nur kurz... Das habe ich mir sicher schon angeschaut. Sorry, ich kann mich nicht dran. Okay, dafür brauche ich Holz. Ich sehe schon langsam. Okay, ich habe mir das wahrscheinlich schon alles angeschaut und mir gedacht, yo, Holz ist voll wichtig. Dafür brauche ich kein Holz. Holz und Leder für die Dinger. Die sind aber dann eigentlich hier ganz nett. Was ist mit dem Bogen? Bogen braucht zweimal Holz. Kann man auch aus Eisen machen. I see. Was ist mit Scrolls? Scroll braucht Holz. Du brauchst Leder. Mit euch. Nichts wirklich Gescheites. Was ist mit Leder? Leder war auch nicht so schlecht. Oder? Great so. Ja, da kann man Leder verwenden. Schauen wir da aus. Mein Leder ist nicht schlecht. Da haben wir halt keine gute Primary fürs Leder. Aber da hat mein Leder wieder perfekt. Habe ich jetzt hier auch schon gesagt? Wie gesagt, ich bin leider verwirrt. Also, ich glaube, im Allgemeinen ist die linke Ressource besser zu verwenden als die rechte. Also, es ist besser, das Holz als das Harz zu verwenden. Oder Amber. Ich weiß nicht, was Amber. Soll ich mal nachschauen? Bernstein oder Harz? Sagen wir Bernstein, oder? Sagen wir Bernstein. Das macht mehr Sinn. Sieht nicht aus wie Harz. Oder sieht das aus wie Harz? I don't know. Okay, das Holz ist definitiv eine gute Idee. I agree. Wollen wir unserem Kinderlein Bogen machen? Ist das, was ich machen will? Summon Unliving.
Would be great. Was haben wir sonst so für Rüstung? Wir haben auch geiles Leder. Habe ich das beides freigeschalten? Kann es sein, dass ich das gemacht habe und jetzt gerade zwischen den beiden Orten hin und her laufe? Nein, ich habe nichts. Ich habe das freigeschaltet, aber noch nicht das Fur Leather. Das werden wir uns auch holen. Das macht voll Sinn. Weil wir das für viele Sachen verwenden können. Nur das Holz alleine bringt nicht so viel. Ja, ich wollte da drauf. Ja, ich wollte da draufklicken. Spiel, please. Don't fuck with me. Wir können Codex. Ja, ich will das Leder haben. Codexe sind geil. Daraus kann man immer Pornface machen. Das ist super, wenn man einen Circa bekommt. Aber egal. Ich greife vor. Das heißt, wir klicken jetzt mal auf nächste Runde. Wie viel von. Ich habe noch gar nichts von dem gesammelt, oder? Wir haben nichts zu essen, fällt mir gerade auf. Ja. Das hört sich für mich noch eine schlechte Idee an. Das haben sie übrigens verändert mittlerweile. Wieso habe ich nichts zu essen, wenn ich. Die dürfen sie nicht essen, oder? Ich habe ihnen nicht erlaubt, die zu essen. Ich habe ihnen nicht erlaubt, die zu essen. Deswegen haben wir kein Essen, unter Anführungszeichen. In Wahrheit haben wir natürlich Essen. Ich kann. Kann ich Fisch verwenden? So, ich weiß, für euch ist das so. Junge, du hast es gerade letzte Folge gemacht, aber ich habe. Ist länger her. Grain. Okay, Fisch kann ich nicht verwenden, aber das Getreide da oben. Kann ich das Fleisch verwenden? Ja. Okay, das heißt, wir chillen jetzt hier kurz ein bisschen. Wir sagen dir mal kurz, dass du auch. Ich meine, wir können hier einfach wirklich ordentlich chillen. Wir können auch bessere Gathering Tools draus machen. Ich sehe nicht, dass dagegen spricht, jetzt hier einfach mal so viel wie möglich von diesem Dryad Wood mitzuholen. Ihr dürft es essen. Wie lange brauchen wir für einmal? Schon eine Zeitl, ha? Huh? Ich meine, du hast schon. Aber wenn wir jetzt ein Gathering Tool aus Dryad Wood machen, wird das alles noch besser. Das Essen geht uns auch nicht aus. Wie lange braucht. By the way, habe ich schon eins jetzt? Nein. Habe ich ja gerade gesehen, oder? Nur nochmal checken. Nein. Wir müssen dann auch einstellen, dass wir das nicht verbrennen, das Dryad Wood. Sondern das normale Holz halt. The Bloody Tooth vibrates. Oh, es geht los. Vibrates in your pocket. And you know the invitation to the Curve Game is active. Soon you see a portal. And through it a tavern. Wait for the Dola to appear and change you into a demon. Let's do that. The Dolab is Katze. So ready to face those rascals. Sorry, richtige Intonation. Ich muss jetzt erst reinkommen, okay? Ich muss ein paar Stimmübungen machen. Okay, ja, schon auf. Please teach them a lesson. Here, the enchantment will work for some time, but try not to stay too long. You don't feel any different, but she swears they still see you. They will see you as demons. Go into the tavern. Okay, you enter the back room of an ordinary human tavern. Das sieht aber nicht sehr ordinary aus. But within you find an unusual crowd. A Hotchlick, a Pinecunet. Pinecunet ist das hier, das kann ich mit 100% sagen. Der Hotchlick ist das hier, glaube ich. Wissen wir aus irgendeinem anderen Event, oder ich zumindest. A Skshak, eine Tooth Fairy. Ich glaube, das ist die Tooth Fairy. Ich glaube, das ist Skshak. Nur von den Namen her kommt es mir so vor. All sit around the table, hunched over bowls filled with water. There are dice on the table and an odd scoreboard behind you. The tooth fairy beckons to you. Don't know you, but you got the tooth. So in you come. Grab a chair and a bowl and we'll deal you in. Sit down and take the sponge and be done with it. Sit down and say you want to play and suggest a game, whatever it is. Setz uns mal nieder. You sit down and are encouraged to roll your dice, which are made of bone. As they fall, an image of human male of a human male appears on the surface. The tooth fairy claps his hands. Good, good. A contestant is drawn. Now, when it is your turn, you roll the dice and see what mischief befalls them. All your demon tricks are allowed, of course. Not as if you know exactly what he means. The more curves and other permitted profanities your man yells, the more points you get. Simple, really. Scheming, backstabbing, and trickery are encouraged. Your seat didn't become vacant by chance. Ha 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 ha. The others nod, some with enthusiasm, some a bit stressed. The Hotchlick seems especially worn out. The Skshak sitting on your left tilts his bowl to show it to you quietly. Look in. The bowl shows one of you, luckily not sitting in here. Some demon trick, likely from Leopold, shows you camping in the forest and Leopold sneaking up to plant poison ivy in your shoes. Speak quietly to the Skshak, ask if he knows Leopold. Sure. Yeah, Leopold has a thing going with the Hotchlick, but that winged scoundrel cheated and now Leo is stuck as a pawn in the game. Listen, if you play and win, I will help and we can free Leo. Ask what the stakes are. Oh, that well, different things, but mostly the exemption from future games for 3 years, at least for me, but also items and such. If your fairy may lose things or spirit or blood if that stupid fairy wins. Ask him if he intends to help in the case. Yes, I will help you. Wieso glauben wir diesen Dämonen überhaupt? Das verstehe ich nicht. Wieso unterhalte ich mich überhaupt mit denen?
Ich hätte sie alle umbringen sollen am Anfang. Sind wir ehrlich. Ich bin zu nett. Ja, zu nett. Yes, I will help. But you have to let me win. Let me take some of your spirit. I become strong. Ah, ja, genau. Sicher, Bulli, das glaube ich ja. I win. I can free Leo and can name you as exempt from the games too. You just have to trust me. Decline. Fuck off. Sicher. Ja, genau. Oder? Er wird natürlich nicht mich betrügen. Das ist ein Dämon. The Tooth Fairy speaks. So as a reminder, the more curves and other permitted profanities your man yells, the more points you get. Simple. Really. Roll your dice, figure out the best ways to annoy your mortal and have fun. Wir haben zwei Leute, die nicht so schlecht sind in den gelben. In der metalen Disziplin hier. Ich meine, das hier ist eine Zweier. Ein Zweierkampf, wenn das hier Einserkämpfe sind. Das ist natürlich einfach, aber ich glaube, wir könnten das auch so gewinnen, to be honest. Ohne, dass ich sie alle abmurksen muss. Wir hören sicher nicht auf den Skscheck. Es ist ein... Kann man nicht mal aussprechen. Use your people skills here to read the other's bluff and call their bluff too. Try to play fair and think of ways to make the mortal swear. Ist beides zwei, beides gelb, also kommt für mich nicht drauf an. Machen wir das. Das wäre auto-resolve. Oh shit. I might have made a terrible mistake. Okay, schauen wir mal, ob wir das besser hinkriegen. Ja, ich dachte, wir wären nicht so schlecht unterwegs. Ich habe mir das ein bisschen besser vorgestellt. Um ehrlich zu sein, aber schauen wir halt mal. Wie brutal das jetzt wird hier. Von deren Seite aus. Nehmen wir mal, schon eher unangenehm. Könnte man jetzt fast sagen. Hab ich den nicht? Also, du bist der. Hast du? Die Unliving sind, glaube ich, leider in dem nicht so gut. Aber hey, let's get them out of here. Nicht so gut war eine leichte Untertreibung. Holy shit. Ist es hier irgendwas anderes aus Intelligenz? Oder war der nicht so intelligent, wie ich dachte? So far so... Oh shit. Nein, da möchte ich dann trotzdem dich hinstellen. Ich habe leider niemanden für die zweite Reihe. Das war der Wolf, ein terrible mistake. Maybe or maybe not. No, probably though. Ich habe keine Fernkämpfe. Achso, das macht die Sache natürlich schwierig. Stimmt, ich habe keine Fernkämpfe hier. Ich glaube, wir verlieren das gerade leider grauenvoll. Yeah, I'm quite sure about that. Weil wir haben noch unglaublich viele Runden spielen. Ich meine, wir können ihn mal verlangsamen, aber ich weiß nicht genau, wie viel mir das bringt. Ich will aber definitiv ihn noch reinstellen. Der kann wenigstens ein bisschen an Schaden machen. Ah, it's not gonna go well. Ich gebe ihm mal Rüstung. Ich meine, du machst nicht, aber du bist halt wirklich brutal. 12 und 14 Schaden ist einfach nicht normal. Das hält mir nicht aus. Ja. 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 Das ist nicht... Von mir kann ich nichts Gescheites mehr machen jetzt. Die Verlangsamung bringt mir nichts, wenn ich trotzdem drauf gehe. Der Wunder am ersten bringt dir wahrscheinlich noch mehr... 26 Schaden machen die zusammen. Die machen so dermaßen viel Schaden. Ich meine, ich habe mehr Leute, aber trotzdem. Wir machen 11 und nochmal 11. Wir machen 22 insgesamt. Oh, und sie machen so unglaublich viel. This is really bad. Und sie haben sich leider auch gescheit aufgestellt noch dazu. Das hilft natürlich auch nicht. Okay, ich habe gehofft, die wären ein bisschen besser als so. Die können nicht so gut argumentieren, wie es aussieht. Hätte man sich vielleicht denken können, aber... Nachher ist man immer schlauer. Nochmal 12. Ja, nein, macht gar keinen Schaden. Ich sollte mir merken... Okay, das war zumindest doppelt da jetzt kurz. Wieso war das nur... Aber das 7 und 3 war dann wahrscheinlich. Ja, 7 und dann die Hälfte. Also... Dafür, dass es eh unglaublich schrecklich laufen wird, ist es gar nicht so schrecklich gelaufen. Wir machen 2x 10 Schaden in ihm, das ist halt nur noch 14. Ich meine, es kann gut sein, dass sie stirbt. Das ist nice. Das ist actually nice. Er ist immer noch nicht tot. Ich meine, er wird wahrscheinlich sterben. Kommt noch? Es kommen noch zwei von ihnen dran, oder war das jetzt gerade das eine Monster? Nein, es kommen noch zwei von denen dran. Aber du kommst vorher noch damit dran, ihm ein bisschen aufs Maul zu gehen. Nicht besonders. Ah, ein bisschen. Wir sind immer noch nicht tot. Sehr gut. Also einer von uns ist tot.
Definitiv. Okay, wir brauchen jetzt 2x7. Wir wollen ihn killen, wenn es irgendwie geht. Da mache ich jetzt sicher die 7 auf ihn. Ich hoffe, sie stellt ihn. Oder er stellt sich irgendwo anders noch in die Reihe. Fuck, er kommt von mir dran. Can you please stop this? Aber wir können sie ein bisschen verlangsamen und verschnellern. Okay, das ist perfekt. Das ist 10. Nur dahinter kommen jetzt wahrscheinlich die Fernkämpfer, die auch noch schnell sind. Okay, das Erste, was wir mal machen müssen, ist versuchen. Können wir ihn verlangsamen? Verschnellern? Nein, wir können nur dich verlangsamen. Wir machen mal definitiv dich langsamer. Ist das jetzt da auch ein bisschen langsamer? Ja. Nicht wirklich genug, aber du... Jetzt komme ich zweimal dran und er nur einmal. Das heißt, momentan würde ich ihn killen, bevor er mich killt. Aber es kommen jetzt hier halt noch die Fernkämpfer, was problematisch wird. 10, das ist noch nicht problematisch, weil den kann ich blocken, indem ich ihn da hinstelle. Nur als Typ, der halt den Schaden einsteckt. Muss ich nur noch irgendwann langsamer machen, vielleicht nächstes Mal. Du kommst aber auch nachher dran. Also dann setzt sie definitiv tot. Der ist halt immer noch problematisch, leider. Und es kann gut sein, dass sie stirbt. Weil sie kriegt damit 12, dann 8. Kann ich sie irgendwie retten? Nein. Ja, er macht jetzt 16 auf einmal? Was ist das für ein passiver fucking Schadensbonus? This is goddamn insane. Anyways, ich habe genug, um sie wenigstens davon abzuhalten, gleich zu krepieren, wenn er zuerst drankommt. Shit, na. Also close on. Ich verliere es, aber ich verliere es relativ knapp, möchte ich sagen. Jetzt kriege ich die... er kommt noch dran, dann kriege ich die 16 ab. Which is fine, though. Weil jetzt kill ich dich. Oh, du schießt auf ihn. Du bist ein Vollkopf. I love it. I love it. Oh, lass mich zuerst. Lass mich zuerst. Nein, der kommt zuerst, oder? Ich komme einmal zuerst. That is already great. Oh, schieß auf ihn. He's so stupid. Also die KI. Ich meine, freust du dich gerade darüber, dass du intelligenter bist? Ein fucking Programm, das nur dafür geschrieben wurde, dich gut fühlen zu lassen. Ja, come on. Don't be a negative Nancy. Yo, it's gonna be hard. Okay, wir müssen nur schneller sein. Wir müssen nur schneller sein. That's all I need to be. Come on, come on, come on, come on. Amsty? Yes, confirm. 9. Wenn du den jetzt wieder machst, wird er dann nur stärker oder wird er dann auch schneller? Bro, ein stärker Bullshit habe ich schon gemerkt. Sorry für den Rübsen. Ich glaube, ich habe bereits über meine Feierabendbier geredet. Will ich vielleicht müssen wir nochmal verlangsamen. Ist es wichtiger als dich hinter... Ja, ja. Weil wenn ich zuerst drankomme, sind sie tot. Das ist das Einzige, was zählt. Ist, dass ich zuerst drankomme. Ja, ich meine, er macht sich nur noch später, right? Right? Ich habe 5, okay. Wir hauen das Kind nur rein, damit das Kind mir den Arsch rettet, falls alles andere schief geht. Und dann schauen wir, ob wir noch mit verlangsamen müssen. Oh, fuck. Yes, we did it! We won. Dun, 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 dun. Von wegen besiegt. Dun, dun. Ich wollte nur gerade sagen, das war ziemlich cool von mir, dass ich das gewonnen habe. Danke vielmals, danke schön, danke. Alright. Exempt, name your people, fuck, was sollen wir schon wieder machen? Name your people only. Name your people, but also say it like Leopold to remain bound to the game. Was habe ich jetzt schon wieder für Leopold für ein Problem? Ist die Tooth, der Hotschlick, genau, der Hotschlick hat... Entweder wir machen es dem Hotschlick recht oder Leopold. Ich glaube, ich habe es bis jetzt immer Leopold recht gemacht, also machen wir es diesmal im Hotschlick recht. Interesting indeed, I don't see why not to do seals. See how I'm performing on the table and playing with you no more. As the tooth fairy walks off, you see Leopold summoned and put into a cage. He looks your way and smiles as if to say he's happy you won't get hurt anymore. Oh my god! Don't! Ha! Mein Herz! Just as you leave. A Kmutch, who sat quietly in the corner, walks over to you, remains silent but follows you around. Clearly he was impressed with your skill. Great leafy. Yo, can you. Yummy, well done, and here one must have a good drink too. Now the same way you cooked, you can also craft equipment and later buildings in your village. You can also design recipes to see how they will turn out. Ich weiß, yep. Wir wollen ihm nicht mehr zuhören. Shit, jetzt tut mir das voll leid mit Leopold hier. Ich meine, er war, oh shit. Ich hätte Leopold nicht verraten sollen. Wo ist jetzt der fucking Hotschlick? Hat er mir nicht was versprochen dafür wenigstens?
Habe ich meine Moral gerade für null verkauft? Aha. Ah, oh, wie schrecklich. Oh, wie okay, new task though. Wir können immer noch, wir haben noch gerade mal 7. Shit. Ich baue mehr Holz, Leute. Kann ich mal ein bisschen besser im Holz fällen werden? Adi, adi, adi. Sollen wir noch ein bisschen. Na, ich will jetzt noch ein besseres Gathering-Tool machen. Für alle. Erstens für meinen super coolen, bald Jäger seiendes Selbst, Herr Baumitsch, das Baby. Und für die andere Person nehme ich mal an. Wir haben einen Gatherer, oder? Ja, genau, Hannah. Und Grant, das ist aber noch. Ja, genau. Die würde ich beide aus Dryadwood machen und dann sind sie viel besser. Du kriegst das hier mit Wisdom. It's actually a good idea. Das gibt mir Max Health. Das sollte wahrscheinlich am ersten der Krieger bekommen. That makes a lot of sense. Und ich brauche einen Fernkampf-Skills für die beiden anderen Ebenen. Was aber mit dem Codex machbar sein sollte, was wir mit dem Furladder hinkriegen sollten, sobald ich mir jetzt hier mal genug Holz geholt habe. Okay, jetzt haben wir ziemlich viel Holz. Haben wir genug Holz? Yo, Crafting. 7, es ist um 1 zu wenig. Kommando. Come on. Jetzt haben wir nur noch mal mehr Früchte bekommen. Yo, ich habe ihnen nicht gesagt, sie dürfen das nicht verbrennen. Damn it. Yo, ihr dürft es nicht verbrennen. Es ist nicht zum Verbrennen da. Das ist schon im Mahagoni-Holz hier. So. Jetzt sehen wir hier 8 Increased Gathering statt was von vorhin. Das Gathering 8 wäre 5,4 bis 2,2. Which is amazing. Aber wir machen jetzt zuerst das diesmal, damit Hannah noch schneller sammelt. Because that is important. Wo ist unser Supercrafter? Warte, wir können einfach hier zum Essen. Zum Schmieden gehen. Und unseren Supercrafter. 75? Ich habe irgendwie mehr erwartet. It's kind of bad. 11 Runden? Bartholomew, hau dich mal auch noch drüber. 9 Runden, um das hier zu. Ah, ich brauche auch noch ein Crafting Tool, ein besseres. Aber dafür, shit, dafür bräuchte ich. Ich habe nicht genug Zeug, um ein besseres Crafting Tool zu machen. This is annoying. Ja, man muss dabei so. Ich meine, mehr Dryadwood ist nie schlecht. Also, lassen wir uns halt ein bisschen Zeit einmal. Ich weiß, es ist jetzt nicht das Spannendste jemals, aber wir können ja einfach immer nächste Runde klicken. Jetzt fein. Ist wahrscheinlich auch nicht optimal. Fight, das können wir wahrscheinlich auch auto-resolven, oder? Ja. Ich meine, nachdem ich einen, so wie Total Defeat haben sollten, schon weggerockt habe, müssen wir bitte nicht mehr Perfect Victory selber spielen, oder? Oder? Yo, fight! Stop it! Yo! Resolve manually! Na, mit Grave nicht Victories. Mit. shit, Great Injuries machen wir das sicher nicht. Alles ist gut. Alles ist gut. Ich beruhige mich gleich wieder. Keine Sorge. Bamsti. Vielleicht sind sie jetzt gar nicht so schlecht, weil er hatte nicht so schlechte Intelligenz. Ich bin jetzt gespannt, wie unsere Unliving sich machen diesmal. Wir werden das mal ganz geschickt machen. 1, 2. Wie gut seid ihr jetzt hier? 1, 2, 1. Junge, du musst ein bisschen intelligenter werden. Ist doch Intelligenz. That's quite annoying. Oh, das Schwert ist so geil. Wir warten noch eine Runde. 17,2, der schnellste bist du ja nicht gerade, muss man sagen. Holy fuck. Okay, du kommst definitiv nicht das erste dran hier. Wir haben noch 2 übrig jetzt. Ich will das eigentlich machen, wir könnten nochmal dich machen. Aber du bist zu ewig spät dran. Also das ist schneller als das. Line Charge ist mega lahm. Das, was hier angezeigt ist, ist der Line Charge und nicht und mein Weapon Attack. Ich würde trotzdem gerne eigentlich mit beiden warten. Ich will wissen, wo du dein letztes Viech hier hinstellst hier. Ah, stellst du dein letztes Viech hin? Also möglicherweise nicht letztes, aber ich nehme es mal an. Wenn dich wieder mit dem Double Shot hier mal dahin fetzen oder tatsächlich beide angreifst und dann haben wir dich noch elegant, wie ich hinzufügen möchte, hier hin. Und dann machen wir euch alle Meier. Und zwar easy! Ohne Grave Injuries. Grave war das Wort. Grave. Nicht great. Mein Fehler. Bamsti wird gekillt. Das macht jetzt nicht so wahnsinnig viel. Nice. Leider noch keiner tot. Das ist ein bisschen suboptimal. Jetzt kommen leider die ganzen Rahmen dran. Aber ich meine, nur der kann sich's aussuchen und der schießt auf den mit der Rüstung. Das heißt, wir werden, glaube ich, überhaupt keinen Schaden davon tragen. Das wäre es nämlich gewesen mit euch und dann haust du auf den drauf und dann wäre es auch mit dem anderen Vogel ein gewesen und dann ist quasi Slay the Spire gegen die Vögel ein hier.
Easy. Naja, mit Grave Injuries. Naja, Tim. Wir haben immer noch 6 Runden. Leider bis wir unser neues, besseres, viel schöneres Gathering Tool bekommen haben. Oh, wir haben einen neuen. When a man and a woman meet, sometimes sparks fly. The stork is spotted nearby and sure as death, a child is brought to be happy. To the happy, sorry. Das Kind ist nicht selber glücklich, sondern nur die Eltern. To the happy couple soon after. Rejoice, Bartolomeo und Hannah. Na? Na gut, viel Auswahl gibt's ja nicht, ich geb's zu. Nicht, dass ich irgendwas gegen irgendeinen von der beiden sagen möchte. Bitte nicht in den falschen Hals bekommen, lieber Hannah und lieber Bartolomeo. Der wahrscheinlich nicht Bartolomeo heißt, aber egal. Wojmir Boguslav Baumitsch bin ich. Cebor, dich wollen wir jetzt. Aber wie kriege ich das hin, dass ich dich zum. Ich glaube, das kann ich dann erst mit den. Wenn ich Glück habe mit den Level-Ups. Dass ich dich zum Magier mache. Brauchst du viel Wisdom, wie ich jetzt weiß. Ist es jetzt schon das Update? Ja, ich glaube, es ist das gleiche wie mein Stream-Update. Das heißt, da wird jetzt plötzlich angezeigt, was man braucht, damit man eine höhere Chance hat. Dass das Kind tatsächlich die Trials übersteht, um einen gewissen Beruf ausüben zu können. Wobei es immer noch nicht klar macht, es gibt zwei Punkte. Es gibt der eine Punkt, was man überhaupt auswählen kann. Wenn das Kind erwachsen wird, kann man zwischen verschiedenen Berufen, die es ergreifen soll, auswählen. Das ist nicht immer gleich. Das ist je nach Kind sind das andere Berufe. Es gibt, glaube ich, Gatherer und Craftsman, die man immer kann. Und sonst sind es unterschiedlich. Und ich weiß nicht, von was es abhängt, welche Berufe man angeboten bekommt. Es steht aber jetzt dabei, welche Skills das Kind haben muss, damit es dann das Auswahlverfahren auch gut übersteht. Weil nachdem man einen Beruf ausgesucht hat, kann es noch passieren, dass das Kind scheitert daran und dann irgendwas anderes ist, statt das, was man ausgewählt hat. Das heißt, es gibt diese zwei verschiedenen Stellen, wo die Skills reinspielen, glaube ich, wahrscheinlich die Skills. Und Wisdom war wichtig für die Magier-Sachen und so, aber eigentlich sollte das ja eigentlich auch wichtig sein. So I don't really get it. Will ich damit sagen. Chabor. Das heißt, ich würde dir auch im ersten ein Crafting-Tool geben. Vor allem, wenn wir eh mehr Crafter brauchen. Nur das Problem ist, Crafting-mäßig. Wir könnten da und damit machen. Das wird aber ein ziemliches Kack-Tool. Gold bekommen. Wir schauen, vielleicht kriegen wir bei Quests oder so noch bessere Materialien. Wir machen jetzt mal dieses blöde Gathering-Tool fertig, das dauert nicht zu lang. Und dann gehen wir mal wieder ein bisschen questen, weil da kann ich nicht mehr rumstehen, blöd. Ja, wir könnten auch wieder ein bisschen Grain holen gehen. Oh, da ist es. The traumatic events of the last few days made it clear your child is child no more. They now face the time of the cropping's the rite of passage into adulthood. But this path is never easy. You must now choose what journey the young one will take before God's willing they may return to you as an adult. Strength and chance your child is strong, they will follow the path of the warrior. 9. Perception and chance your child is perceptive. Ist genau was ist. They can become a hunter, das werden wir auswählen. Und da seht ihr jetzt, ist a good craft und gatherers. Das ist immer. Aber da könnt ihr jetzt auch Serka stehen oder bei Hexe befrauen oder alles mögliche. Healer kann da stehen. Ihn haben wir jetzt auf Hunter getrimmt. Das heißt, ich hoffe, du bist einer. Ich meine, er hat so viel Perception, wie man eigentlich nur haben kann. Begin the trials. The child is youth no more. Today they join the proud ranks of the hunters. Rejoice. Rejoice indeed. Oh, jetzt würde ich dir aber gerne einen Bogen machen. Du mit einem geilen Bogen hättest eigentlich schon ziemlich viel drauf, muss ich sagen. Aber zuerst bräuchte ich noch ein weiteres Crafting-Tool, habe ich das Gefühl. Bitte, so ist nix. Ich bräuchte wirklich als erstes ein Crafting-Tool. Wie lange wird der Bogen brauchen? Ich habe noch gar keinen Bogen. Technically speaking. Moment! Also, wir werden jetzt mal unseren ersten Research hier machen. Wo haben wir denn? Also nicht unseren ersten, aber unseren ersten von denen. Bögen! Gib her. Wie lange wir den Bogen brauchen jetzt? Mit Dryad Wood. Also ein ziemlich geiler Bogen. 1 mal 1,3. Du bist einfach zu schlecht. Du bist so schlecht. Ich will jetzt vielleicht Hannah noch dazugeben. 5 Runden. Ah, ist worth it. Ist worth it. Und dann lassen wir euch jetzt sammeln. Der Boguslav Baumitsch kommt hier sammeln. Ich meine, Hannah lassen wir jetzt gerade nicht sammeln, obwohl sie das beste Sammeltun hat. Oh, wir können ganz kurz, nachdem wir es jetzt fertig gemacht haben, gehen wir in die Bartolomei oder so. Das andere Sammeltool, sodass er, auch wenn er eigentlich kein guter Sammler ist, mal kurz ganz okay sammeln kann. Jetzt solltest du hier eigentlich immer noch ziemlich okay sein. Ja, 107, nur wegen dem Tool. Nehmen wir noch ein bisschen Holz. Machen wir dem guten Boguslav seinen Bogen. Schließlich ist er der Auserwählte. Wie ich nochmal bitte in aller Deutlichkeit festhalten will.
Steht im Vertrag. Haben wir den Bogen? Ja, komm mal, mach den Bogen fertig. Juhu, der Bogen ist fertig. Okay, und jetzt wird er so viel Schaden machen. It's gonna be amazing. Also das ist, was wir bisher hatten. Er hatte gar nichts. Yo, wait a second. Ah nein, er hatte gar nichts. Er hatte ja noch gar nichts. Aber wenn wir uns jetzt vergleichen mit unserer Armbrust, die ist nämlich sicher schlechter. Ja. Der Iron Crossbow ist 1,1 mal die Perception. Also wenn es... Ja gut, der Baum mit Schwere. 11. Der Bogen ist 1,3. Also 13, which is way better. Don't question it. Way better. Way better. Und ich glaube, das ist auch beim... Was ist bei dir eigentlich? Perception ist es da, oder? Ja, Double Toss ist auch Perception, ne? Also seine Perception könnte übrigens durchaus noch höher werden. So hoch ist die noch gar nicht. Wir können ihm auch noch dann ein besseres Gathering-Tool machen, aber das machen wir jetzt später. Jetzt packen wir uns da mal wieder zusammen. War das hier? Komme ich da zum Hotschlitz? Ah ja, da kriege ich meine Belohnung, glaube ich. Und dann können wir ein bisschen Grain holen, dann können wir das hier abfarmen, dann können wir da ein bisschen Leder holen gehen. Das wird ein großer Spaß, möchte ich damit sagen. Waren wir da schon? Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ja, gehen wir mal zum Hotschlitz unsere Belohnung abholen. You did it, thanks! That fool will bother me no more. At least not for a few years. I think of something after. Here, a reward is promised. Frix hands you the gift and flies away. Wooden wand. Wand. Oh, Elven wand, der ziemlich labern aussieht. 1,8. Und es ist eine Fernkampfattacke. Okay, I'm in. That's pretty amazing. Das war sehr ziemlich wert. Wo haben wir jetzt den Typen mit? Nein, nicht du. Ich meine, wenn wir dir einen Wand geben würden, aber du bist nicht wirklich. Du bist eigentlich der Typ. Wir haben da einmal Wisdom. Oder? Ja, einmal Wisdom und einmal. Ich meine, dann kann ich dich schön an Living nicht mehr beschweren. Wobei, brauche ich dir an Living beschweren? Wenn ich unseren. Jetzt, wir haben den Hunter und den Krieger für den körperlichen Realm. Und jetzt haben wir einen Fernkämpfer, der auch ein bisschen in den anderen beiden Disziplinen Schaden machen kann. Das gefällt mir eigentlich nicht schlecht. Ist nicht optimal. Aber könnte schlimmer sein. Außerdem können wir eh bald unsere coolen Kodexe machen und da können wir dann ziemlich geile Spells rauskriegen. Glaube ich. Ich weiß nicht, was man für Kodexe für Furleather bekommt. Werden wir sehen. Und ich weiß auch nicht, ob das randomized ist. Was ich damit sagen will, es gibt ja verschiedene Level 2 Ressourcen. Und die haben verschiedene Auswirkungen. Vor allem, wenn man daraus so Kodexe macht. Weil bei den Kodexen sieht man, wie jetzt bei der Scroll, die wir eh schon haben, da kann ich es euch zeigen, sind da ja zwei Spells zugeordnet. Und je nachdem, aus welchem Material man macht, sind das verschiedene Spells. Je nachdem, wie gut das Material sind, desto besser natürlich. Aber auch die Art von Spell ist anders. Es muss nicht jedes Mal Summon on Living sein. Es muss nicht jedes Mal Lullaby sein. Es können irgendwelche anderen Spells sein. Und das kommt, glaube ich, eben... Es kommt darauf an, ob man jetzt... Scaled Ladder, Third Ladder oder Enchanted Ladder oder was auch immer verwendet. Und ich weiß nicht, ob das immer gleich ist, die Effekte, bei jedem Run, oder ob das genauso randomized ist, wie welche Ressourcen man überhaupt für die Dinger verwenden kann. Das heißt, dass die Effekte der Ressourcen in jedem Run, den man macht, anders sind. Das könnte sein, weiß ich nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wollen wir nicht noch da vorbei? Nehmen wir schon wieder zu lange auf, oder? Wie lange nehmen wir auf? Viel zu lange, 31 Minuten. Drehen die ganze Zeit nur Scheiße. Das können wir nicht machen, das können wir den Leuten nicht zumuten. Du kommst mal dahin. Mir macht das Spiel aber Spaß. Ich weiß nicht, ob es auffällt. Und wir hauen uns hier mal einen Haufen Grain rein. Können wir uns in der Zwischenzeit kurz noch irgendwas, können wir uns hier mit Getreide entdecken und währenddessen Loki unseren zweiten Crafting-Ding sie machen aus dem? Mit noch mehr Perception? Ja. Oder? Ja, es geht schon. Dann haben wir dich auch noch rein. Ja. Brauchen wir nur 6 Runden. 6 Runden rumstehen, macht doch nichts. Und, ja, der Battle May kann das eh super. Bogislav Baumitsch kann gleich mitmachen und du bleibst mal, weil... Warte, du kannst kochen. Also, sobald wir das erste Mal Getreide geholt haben, bist sogar dann steht sogar niemand nur blöd rum in der Gegend. It's perfect. Einmal ein bisschen Frucht, einmal ein bisschen Ding und haben wir wieder Veggie Bake. Wer könnte schon ein bisschen Veggie Bake widerstehen? Niemand. Das hatten wir schon, oder? Das hatten wir sicher schon. Das hatten wir immer mindestens 5 Mal. Order resolve, accept outcome. Ist fein. Alles cool, rejoice und nochmal in die super Sachen. Nice, love it. Good job, everybody. Jetzt haben wir erst Veggie Bake bekommen. Das war nicht besonders viel Veggie Bake. Wollte ich mal sagen. Ja, uns geht irgendwann mal das Feuerholz aus. Weil wir waren auch schon lange nicht mehr beim normalen Holz unten. So, jetzt equipment-mäßig. Du, Herr.
Boguslav Palmich. Yo, I'm amazing. Wollte ich nur kurz sagen. That's a dude right there. Dryad Gathering Tool. Noch mehr Perception. Love it. Oh, wir haben 200. Ich könnte nächsten Jahr schon wieder zum Dings machen. Will ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich will dich nicht auch zum Jäger machen. Wir haben genug Jäger. Ein Jäger reicht. Ich gebe dir mal den... Ja, ich habe nicht... Ich habe ihm den anderen Wand gegeben. Dude. Den Wand braucht er. Da fällt's da mal ordentlich Schaden aus. Okay, und du kriegst... Oder du kriegst die Scroll. Ich kann dir eigentlich die Scroll geben dabei. Ich meine, das macht dich jetzt nicht intelligenter. Das heißt, das hilft nicht viel. Aber vielleicht ist es die Dinge, die man ihm gibt, gibt einem die Auswahl und dann die Stats... regeln die Erfolgschance? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber ich weiß nicht so viel über dieses Spiel. Ich versuch's nur, ich probier's nur aus. Okay, das war's, das ist das Letzte, was wir jetzt machen. Ich kann schon nicht mehr reden, es fällt mir auf. Noch schlimmer als sonst. Scout the area first. You observe the quiet remains of a once great city and soon realize that the fog... Walk the unliving, realize that among the fog walk the unliving and their breath is exuding toxic cloud. Use the element of surprise in the attack. Ah, natürlich, wir machen die einfach fertig. Come on. Let's be honest. Yo, was nehmen wir da? Schaden. Search the ruins and leave. Oh, okay, wir haben noch mehr Stein. Wir könnten langsam schon ein Stein-Ding sie machen. Sollten wir. Wir werden eh nicht mehr Stein bekommen. Also warte, wenn ich bis hierher gehe. Just checking for a second. Und wir wieder campen. Und wir jetzt einen New Task machen. Und das wäre ein Crafting Tool. Und da könnten wir jetzt einen Haufen solchen Stein reinhauen. Und da haben wir jetzt alles ins Aid rein für ein bisschen mehr Wisdom. Das wir dem anderen Kind geben würden. Ich meine, es wäre schon cool mit mehr Amber. War da irgendwo Amber auf der Karte? Not exactly, no. Und dann haben wir dich rein und dich rein. Dann dauert das Ganze nur 2 Runden. Und dabei brauchen wir Meat eigentlich für ihn, was hier? Wir können Meat als Primary, aber wir haben eh schon so viel Frucht. Wobei, wir haben jetzt so viel Getreide, dass wir eigentlich sogar wieder ein bisschen Fleisch brauchen könnten. Außerdem ist es dann wahrscheinlich was anderes als Wedgie Bake. Was auch irgendwie geil sein könnte. Okay, wenn wir hier bei... Nein, warte mal, Buttermill. Wir beide können es eigentlich gut sammeln. Aber ich will mehr Wedgie Bake machen. Boguslav Baumitsch kann sich ein bisschen Fleisch holen dabei. Wir sind jetzt eh nur 2 Runden da quasi. See what's happening? Sending the cats and dogs to deal with this nuisance. Ah, weil ich Dogs habe. Diese Option gibt es normalerweise nicht. You fall into an underground tunnel and realize it is a nest filled with bones, excremented rats, plenty of rats. Ich glaube, wir attacken einfach. Ein 1er, auto-resolve, easy. Scaled leider bekommen. Und Monster Bone. Like it, like it. Sind wir immer noch nicht fertig. A sudden storm catches you off guard. Lightning bolts cut through the sky and gusts of wind sweep you off your feet. Nature or intellect, respect nature's anger and seek shelter as fast as you can. Sure. Mein Gott, sind wir schlau. Jetzt sind wir endlich fertig. Noch kurz, das wollte ich nur kurz machen, damit ich das nächste Mal nicht... Damit wir irgendeinen Schlusspunkt haben, wo ich nicht lange drüber nachdenken muss, was wir das nächste Mal machen. Weil ich wieder keine Ahnung haben werde, was ich dieses Mal gemacht habe. Wenn es so läuft wie sonst immer. Hat irgendwer noch nix? Nein. Moment. Du hast... Why did I give it to you now? Wait a second. This is idiotic. Aber ich... Genau, habe ich dich jetzt nie gathern hab lassen, weil wir nämlich keine gescheiten Crafter haben. Weil du nicht besonders gut bist darin und das Kind hatte ich vorher noch nicht. 1,2, ist das hier besser als... Ja, ist ein bisschen besser als das da. Habe ich das bekommen oder habe ich das selber geschmiedet? Ich weiß es nicht mehr. Alright. So, dann werden wir jetzt noch kurz das Feuer hier breaken. Camp breaken. Und dann machen wir das nächste Mal weiter. Ich hoffe, dass es Spaß gemacht hat, zuzusehen. Wenn das der Fall, Moment einmal. Overburn Character. Stop. Das merke ich das nächste Mal sicher nicht. Bist es du? Nein. Du? Sowas von nicht. Du, das Kind ist es natürlich... Das reicht wahrscheinlich nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob ich ihm besser die Scroll wegnehme. Na, okay, es ist das verdammte Tool. Nein, dann behältst du dabei die Scroll. Sorry. I'm sorry. Sorry, we'll have to work. Für einen Moment, das, was du kriegst, das ist leider alles zu schwer. Vielleicht hätten wir es aus Amber machen mitgehen, aber ich glaube, wir haben niemanden Amber. Wir könnten Malachit uns auch noch holen, aber dann haben wir langsam zu viele Research Points für Sachen verschwendet, die ich nicht unbedingt brauche. Anyways,
Das wäre es jetzt wirklich für diesmal. Ich hoffe, wenn es euch Spaß gemacht hat, zuzusehen, wenn das der Fall war, lasst dann ein Like da, abonniert den Channel, aber vor allem schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba!